Der bayerische Verfassungsschutz dreht jetzt endgültig durch und greift viele unabhängige alternative Medienportale sowie das Bündnis Sahra Wagenknecht frontal an. Vor kurzem veröffentlichte der Landesverfassungsschutz in Bayern einen Bericht, der sich mit der russischen Desinformationskampagne Doppelgänger beschäftigt. Aber diese Kampagne, die ist eigentlich nur ein Aufhänger, um verschiedenste Medien in die Nähe von Russland bzw. in die Nähe von Demokratiefeindlichkeit zu rücken. Aber mal langsam. Schauen wir uns mal die ersten Sätze der Einleitung, die der Verfassungsschutz zu diesem internen Bericht geschrieben hat, an. Dem Bayerischen Landesamt für Verfassungsschutz ist es gelungen, mittels umfangreicher technischer Analysen wesentliche Erkenntnisse zur Desinformationskampagne Doppelgänger zu generieren. Die groß angelegte Kampagne verfolgt das Ziel, durch die Verbreitung bewusster Falschinformationen und prorussischer Narrative in westlichen Gesellschaften Zweifel an liberalen demokratischen Werten zu säen. Mit Blick auf Deutschland wurden gezielt die Grundfesten der freiheitlichen demokratischen Grundordnung in Frage gestellt. Also die Leute, die ich euch gleich zeigen werde, wie gesagt, BSW-Politikerin Sevim Dadalin wird dabei sein und verschiedenste alternative Medienportale werden hier also in die Nähe von Demokratiefeindlichkeit gerückt. Auf Seite 21 von diesem Papier des Verfassungsschutzes werden dann Medien genannt, die zwar nichts mit dieser russischen Desinformationskampagne zu tun haben, die man aber trotzdem mal in diesem Bericht ja erwähnen kann. Das sind nämlich Kategorie 2, Webseiten, die Nachrichten passend zum russischen Narrativ verbreiten. Hierbei handelt es sich nicht um Fake-Seiten, sondern um Originale, die durch den Akteur genutzt werden, um die Reichweite einzelner Inhalte zu erhöhen, da sie anscheinend grundsätzlich ins russische Narrativ passen. Also hier werden irgendwelche alternativen Medienportale jetzt in die Nähe dieser russischen Desinformationskampagne gerückt, ohne zu belegen, welche Beziehungen sie dazu haben sollen. Es wird vom Verfassungsschutz einfach behauptet. Dieser Vorwurf wird erhoben gegen den Deutschlandkurier, die Junge Freiheit, die Nachdenkseiten, die Freie Welt, die Berliner Zeitung, die Weltwoche, Kompakt, die Regionalgalerie, die Neulandrebellen gegen Tichys Einblick, Freitag gegen Alexander Wallach, Riele News, Ansage.org und gegen die BSW-Politikerin Sevim Dardelen. Also hier in Form dieser Website sevimdardelen.de. Also der Verfassungsschutz, es ist wirklich der erste Angriff des Verfassungsschutzes, den wir jetzt nach nicht einmal einem Jahr auf das Bündnis Sahra Wagenknecht erleben. Also das ist wirklich ein frontaler Angriff. Also das BSW wurde ja Anfang diesen Jahres gegründet als Partei und jetzt taucht die erste BSW-Politikerin schon als angebliche Verbreiterin russischer Desinformationen, die dann, ihr habt die Einleitung vorhin gehört, auch noch in die Nähe von Demokratiefeindlichkeit gerückt werden soll, in einem Verfassungsschutzbericht auf. Das ist der Zustand des Verfassungsschutzes in Deutschland. Der Verfassungsschutz ist keine neutrale Institution, die unsere Verfassung schützen sollte. Der Verfassungsschutz ist eine weisungsgebundene Behörde des Innenministeriums, die hier in aggressiver Form alternative Medien, die nicht transatlantisch genug berichten, die keine proamerikanische Berichterstattung hierzulande machen, die vielleicht wir in der Rüstungsindustrie auf die Füße getreten sind, einfach so in die Nähe von Russland rückt. Und das Gleiche macht er hier mit Sevim Dardalin vom Bündnis Sahra Wagenknecht. Also deswegen nochmal die Forderung, die ich auch schon immer erhoben habe. Der Verfassungsschutz ist ein Regierungsschutz. Er ist nicht dazu da, unsere Verfassung zu schützen. Er muss ersatzlos abgeschafft werden. Wir haben es ja schon in der Vergangenheit erlebt, dass der Verfassungsschutz mit ziemlich albernen Begründungen auf die Linkspartei und dann auf die AfD losgegangen ist. Und nun gerät auch das Bündnis Sahra Wagenknecht sowie, ja, ich sag mal, BSW-nahe Medien wie die Berliner Zeitung oder die Nachdenkseiten ins Visier des Verfassungsschutzes. Und ja, man kann nur hoffen, dass das BSW sich gegen diese Angriffe wehrt, dass es da vor allem öffentlich Gegenrede leistet. Also, solange keiner diese Verfassungsschutzberichte irgendwie ernst nimmt, solange keiner diesem, ja, wirklich polemischen Schwachsinn, der hier im Gewand staatlicher Neutralität daherkommen will, solange dem keiner Glauben schenkt, ist der Einfluss des Verfassungsschutzes doch eher gering. Wie gesagt, man kann das Problem politisch nur lösen, indem man den Verfassungsschutz abschafft. Wir brauchen keine Behörde, die irgendwie die Opposition mit geheimdienstlichen Mitteln drangsalieren kann und gleichzeitig nur das transatlantische Narrativ schützt.